Ich möchte mich erst einmal bedanken bei allen, die gestern mein Video angeschaut haben mit meinem spontanen Gebet für die Menschen, für die Welt, für alles, was ist. Ich bin so, so tief berührt und so dankbar, wie ihr mitgemacht habt, wie es euch berührt hat. Und ich hatte ja nach meinem oder vor meinem Gebet gefragt, also wenn ihr zu dem Thema Gebet noch ein Video haben möchtet, dann mache ich das gerne. Und es waren so viele, die darum gebeten haben. Deshalb jetzt ungeplant, ungeschminkt in meinem Wohnzimmer ein Video dazu, was für mich Gebet bedeutet. Übrigens ist da auch Simba. Ich wollte ihn unbedingt mit ins Bild nehmen, weil er jetzt den ganzen Morgen mit mir meditiert hat, immer neben mir liegt, wenn ich meine Kommentare lese, eure Kommentare beantworte. Und es ist jetzt gerade für mich so unglaublich berührend. Gebet ist für mich völlig unabhängig von Religion. Ich habe mich selber von sämtlichen Religionen befreit und zugleich inspirieren lassen. Ich komme aus einer christlich geprägten Familie, wobei es eher einfach dazugehörte. Es war nicht, weil es wichtig war oder weil es meinen Großeltern oder Eltern gefallen hat, außer meiner wundervollen Großmutter väterlicherseits. Die ist wirklich sehr, sehr gerne in die Kirche gegangen. Sie hat sehr, sehr viel Kraft dort gefunden, Erfüllung gefunden im Beten und hat mich auch oft mitgenommen in die Kirche. Meine andere Oma auch, aber für sie war es eher so, man macht das halt. Ja? Also Oma, wenn das nicht so stimmt, dann kannst du mir gerne Bescheid sagen. Das klingt jetzt ein bisschen strange, aber ich habe zu all meinen Großeltern, vor allen Dingen zu meinen Omas, einen sehr schönen, sehr liebevollen Kontakt. Mein Opa väterlicherseits war eher ein sehr verschlossener Mensch, wobei ich ihn sehr liebe, weil er mir das Kunstgehen weiter vererbt hat. Er war sehr, sehr kreativ. Und mein anderer Opa väterlicherseits war derjenige, der mich mit 95 Jahren unterstützt hat, in meine wahre Berufung zu kommen. Also ich liebe meine Großeltern unendlich. Auch meine Eltern. Diese Zeit in der Kirche als Kind war für mich wundervoll. Ich habe das schon einige Male in meinen Videos erklärt. Ich habe ja auch mal ein Video zu meiner Verbindung zu Jesus gemacht, weil ich sehr, sehr oft gefragt wurde und auch immer noch werde, wie mein Bezug zu Jesus ist. Also Jesus war einer der Menschen, der Seelen, die mich in mein spirituelles Erwachen begleitet haben. Als Kind fand ich ihn großartig, weil der Diakon unserer Kirche über Gebet, über Spiele, über Geschichten wirklich so viel Liebe überbracht hat, dass ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe in der Kirche. Ich war auch im Kirchenchor eine Zeit lang, bis der Pfarrer in der Kirche wechselte und der Pfarrer war so ein kalter Mensch, so ein nüchterner, ja, unangenehmer Mensch, dass ich tatsächlich irgendwann entschieden habe, ich mag das nicht mehr. Und in der Pubertät habe ich sehr, sehr viel über die christliche Kirche gelernt, in der Geschichte unserer Welt. Und es hat mich eher sehr, sehr wütend gemacht. Ich habe mich dann informiert, wie handhabt es der Islam, wie handhabt es der Buddhismus, der Hinduismus. Und ich habe überall wundervolle Dinge entdeckt und gleichzeitig auch sehr, sehr schlimme Sachen, weil es immer von den Menschen abhängt, was sie aus den Botschaften machen, die ihnen überbracht werden, meistens dann über Bücher und Geschichten. Und dennoch spüre ich es jetzt noch ganz genau, wie ich auf dem Sofa meiner Großeltern liege und meine Oma mit mir betet zu Jesus, wie sie die Engel ruft, damit ich gut schlafe. Ich kriege jetzt noch Tränen in den Augen. Und das ist für mich
vollkommen natürlich gewesen zu beten. Ich habe schon als Kind gebetet, manchmal aus Freude heraus, sehr oft, weil meine Kindheit nicht sehr schön war, aus Not heraus. Ich habe mit Gott gesprochen und ihn gebeten, bitte, bitte, hilf mir, hilf meinen Eltern, dass wir nicht leiden müssen, dass wir endlich genug Geld haben, um über die Runden zu kommen und, und. Also ich war teilweise wirklich sehr verzweifelt in meinen kindlichen Gebeten. Und habe damals gemerkt, dass es nicht geholfen hat. Also habe ich mich aus vielen, vielen Gründen davon abgewandt. Doch ich war als Kind sehr, sehr nah am Göttlichen. Wie fast alle Kinder, es sei denn, man treibt es ihnen wirklich aus. Mit Gott zu sprechen, mit dem Göttlichen, weil für mich ist es nicht ein männlicher Gott, auch wenn wir die Traditionen aus dem griechischen, römischen Bild von Zeus und diesen ganzen, dem alten Mann mit dem weißen Bart übernommen haben in unserem Zivilisationsraum, Jupiter und Zeus. So ist für mich Gott kein Mann mit langem weißen Bart, sondern es ist eine Kraft, zu der ich, nachdem ich dann mit 30 in mein wahres Sein erwacht bin, in mein komplettes Sein mit Seele, so habe ich mich dem Göttlichen zugewandt. Und für mich ist es männlich, weiblich, es ist alles, was ist. Es ist in allem, so wie ich es gestern in diesem Gebet auch formuliert habe. Und dieses Gebet ist ja auch aus mir herausgeflossen, so wie Gebete eigentlich fließen sollten. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Es ist genau wie mit den Meditationen. Wenn man es nicht gewohnt ist zu meditieren, dann ist es super, wenn man Meditationsanleitung bekommt. Also wenn man sich durch eine Meditation führen lässt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema. Ich weiß nicht, wie viel zig Meditationen ich schon aufgenommen habe für meinen YouTube-Kanal. Und dann kommt der Moment, wo man merkt, wow, ich muss meinen eigenen Weg gehen, ich muss mein eigenes machen. Ich habe für mich ein Morgenritual erschaffen, in dem ich bete, meine Krafttiere, meine geistigen Helfer, meine himmlischen Helfer einlade, mich erde, mich dem Himmel öffne, meine Flügel weit ausbreite. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Aber auch das nur, um eine Inspiration zu geben, was du vielleicht für dich dann daraus machen kannst. Und so ist es auch mit dem Beten. Ein Gebet ist für mich ein Gespräch mit dem Göttlichen und letztlich ein Gespräch mit mir selbst, und zwar mit dem Kern in mir. Nicht mit dem Weltlichen, das hier manchmal rumhampelt und rumzappelt und sich ärgert und mal super glücklich ist, sondern mit dem neutralen, göttlichen, liebenden, lichtvollen Kern in mir. Den Kern, den ich als Mensch manchmal nicht spüre, weil mich der Alltag eben als Mensch sehr fordert mit allem, was ich mache. Und so kann ich dich nur inspirieren. Sprich mit deiner Seele, sprich mit dem Göttlichen. Und wenn du Gott tatsächlich als Mann siehst oder auch als Vaterfigur, dann ist es auch super, ja? Also das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel auch sage, ich spreche auch mit Mutter Erde. In meiner ganz eigenen Sonja-Philosophie finde ich in allem, was existiert, auch in den Menschen um mich herum, Teile dessen, was ich brauche, um glücklich zu sein. Also ich habe Freunde, die etwas in mir ergänzen, was ich nicht gerade präsent habe, nicht entwickelt habe, jetzt in diesem Leben, aber was ich dringend brauche. Und andererseits inspiriere ich dann wiederum meine Freunde, weil ich auch anders bin als sie und sie wiederum ergänze. Und wenn ich einen Freund oder eine Freundin um Hilfe bitte, darum bete, dass ich von ihnen eine Inspiration bekomme, dann ist auch das wiederum ein Gebet. Denn ein Gebet ist ein Gespräch, in dem ich um etwas bitte. Und am besten aus tiefstem Herzen heraus, am besten auch aus dem Bauch heraus. Weil dort eben der Zugang zum Unbewussten
was ja dann meistens Hilfe braucht, viel klarer ist. Und so wie ich gestern ganz spontan dieses Video aufgenommen habe mit dem Gebet, mich ganz spontan gespürt habe, nein, es ist nichts anderes jetzt wichtig. So ist es jederzeit möglich, immer möglich, ein Gebet zu sprechen. Du kannst es ohne Worte innerlich sprechen, in dir. Du musst es nicht laut aussprechen. Deshalb kannst du in der U-Bahn beten, du kannst an deinem Arbeitsplatz beten und bitten, du kannst es beim Spaziergang machen in der Natur und du kannst bitten, wen du gerade für sinnvoll erachtest, der oder die dir dabei helfen kann in deiner Situation. Also ein Gebet ist für mich viel, viel mehr als nur ritualisierte Worte zu sprechen, die seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gesprochen werden, wobei diese Worte auch sehr, sehr viel Kraft haben können, wenn wir sie aus vollem Herzen sprechen. Doch für mich ist ein wahres, natürliches, intensives Gebet etwas, das jetzt aus mir herauskommt, aus mir herausfließt und sich über die Worte, ob ich sie denke oder spreche, Sprache hat dann noch mehr Kraft als nur Gedanken. Ich manifestiere damit eine Absicht. Gebet ist Manifestation. Wenn ich also Gott, das Göttliche, darum bitte, dass Frieden auf der Welt endlich entsteht, wahrer Frieden, dann gebe ich mit diesen Worten eine Absicht in die Welt, nämlich, dass ich einerseits um Hilfe dabei bitte, aber dass ich auch etwas dafür tun möchte. Das ist für mich ein wahres Gebet. Wenn ich bete und bitte, dann habe ich persönlich direkt die Absicht mitzuhelfen, denn ich bin ja das eine, das hier dieses Spiel spielt und das dieses Leben gestaltet, so wie du für dich das eine bist, das dein Leben gestaltet. Und letztlich sind wir dann wieder alle eins. Eine Frau hatte in die Kommentare zu dem Gebet geschrieben, aber wie kann ich denn, oder ich will gar nicht für Menschen wie zum Beispiel die Kriegsverbrecher beten. Dann habe ich dazu geschrieben, und genau darum geht es jetzt, dass wir nicht mehr trennen, dass wir nicht mehr sagen, ja, ich bete für die guten Menschen, dass es ihnen gut geht auf dieser Welt. Und die anderen kommen in die Hölle. Das ist ja auch so ein sehr krasses Bild, das seit über 2000 Jahren, wenn nicht länger, in den Köpfen der Menschen ist, dass wir einen Himmel und eine Hölle haben. Für mich nicht. Also wir können jetzt hier in diesem Leben den Himmel auf Erden erleben, indem wir uns diesen Himmel gestalten und nicht darauf warten, dass das irgendwer für uns macht. Und wir können gleichzeitig die Hölle auf Erden erleben. Ich hatte ja meine Biografie, die ich mit 40 geschrieben habe, mein Leben zwischen Hölle und Himmel genannt, denn das war eine wichtige Erkenntnis für mich, dass jetzt hier alles da ist, dass jetzt und hier mein Leben die Hölle sein kann, weil ich destruktiv denke, weil ich selbstzerstörerisch bin, weil ich das Leben hasse, weil ich krank bin und meinen Körper hasse deshalb, weil ich Angst vor den Menschen habe und deshalb eine große Abscheu habe, dann mache ich mir hier die Hölle auf Erden. Und wie ich das schon oft gerade in meinen persönlichen Videos gesagt habe, ist für mich der Unterschied, dass ich mich damals entschieden habe, vor 30 Jahren, dass ich aufhöre, so zu denken, dass ich nicht mehr meinen ganzen Hass und meine ganze Wut auf die Menschen projiziere und irgendwem die Schuld an mein Dilemma gebe, weder meinen Eltern noch der Politik noch irgendwem anders, sondern dass ich für mich 100% Selbstverantwortung übernehme und dadurch mein Leben neu gestalte. Und ich habe mir dadurch den Himmel auf Erden gestaltet. Also Himmel und Hölle sind beide jetzt hier. Nur wir entscheiden uns, was füttern wir? Da gibt es ja die schöne indianische Geschichte, welchen Wolf fütterst du, den weißen Wolf oder den schwarzen Wolf? Beide sind da, beide sind hier auf der Erde wichtig, damit wir uns erleben und fühlen können. Und inmitten dieses ganzen dualen Chaos
ist ein Gebet, ein Anker, ein Moment, in dem wir zur Ruhe kommen, in dem wir fühlen, wer wir wirklich sind, indem wir das eine fühlen, das da ist, das immer da ist, unsere Seele, das Göttliche. Es ist ein kostbarer Moment. Ich habe mich lange mit dem Wort Amen schwer getan und habe extra nochmal, bevor ich jetzt dieses Video aufnehme, kurz recherchiert. Amen wird von manchen Menschen als negativ bewertet, warum auch immer. Letztlich ist es nur ein Beschluss. Wenn ich Amen sage, was ich selber eigentlich nicht mache, aber was viele tun, gerade nach einem Gebet oder in der Kirche, wenn der Pfarrer eben etwas gepredigt hat, dann ist es einfach nur eine Bekräftigung, eine Bestätigung. Ja, ich habe das gehört. Ja, ich gehe mit diesen Worten. Ich fühle sie. Ich möchte das auch mitformen, mitkreieren. Und ich bin dankbar dafür. Wenn ich also diese Verstärkung geben möchte, die aus vielen alten Wortstämmen kommt, die überall in unterschiedlichen, aber ähnlichen Formen gesprochen wird, sowohl im Christentum als auch im Islam, die sogar im Wort Aum, also diesem, was wir heute Om sprechen, was auch darin einen Klang findet, ja, und Om, dieses Aum, wie es eigentlich gesprochen oder gesungen wird, ist das Urwort im Sanskrit. Aus diesem Wort entstand alles, ja. Es werde Licht, war das erste Wort, das Gott sprach in der Bibel. Er sprach und das Licht erschien. Also das Wort war das erste. Und das Wort, das Gebet, ist die Absichtserklärung. Okay, ich wünsche mir jetzt Frieden. Ich wünsche mir Fülle in meinem Leben. Ich wünsche mir Gesundheit und ich bete darum. Ich spreche mit meinen Zellen. Die Zellen hören immer zu, ob wir selbstzerstörerisch denken oder positiv denken. Wenn ich also um Gesundheit zum Beispiel bitte und bete, dann hören es meine Zellen und ich programmiere mich neu und verstärke meine Selbstheilungskräfte. Gebet und auch eine Fürbitte, wie ich das aus dem Christentum kenne, steckt schon im Wort. Es ist eine Bitte für jemanden, für etwas. Für mich ist beides eins. Ein Gebet ist eine Fürbitte. Ich bitte um etwas. Und für mich ist auch da ganz wichtig, ähnlich wie bei Affirmationen, positiv zu formulieren. Also das Universum kennt kein Nicht oder Nein, sondern also wenn ich sage, ich wünsche mir, dass es keinen Krieg mehr gibt. Das Universum blendet das Kein weg und ich wünsche mir Krieg. Gegen etwas zu formulieren, also wenn ich mir zum Beispiel dann wünsche, dass es keine Verbrecher mehr gibt, keine Kinderschänder, kein Krieg, keine bösen Menschen mehr, dann verstärke ich im Grunde stattdessen diese Kräfte noch. Also wofür bete ich? Also für Bitte. Ein Gebet darf für etwas gesprochen werden, nicht gegen etwas. Also spüre, wie du deine Gebete formulierst. Es war eine andere Dame, die hatte es sehr kompliziert und formuliert, dass sie allen Menschen wünscht, dass es ihnen besser geht als bisher. Also es war so kompliziert, dass ich mir gar nicht richtig merken konnte. Und am besten noch besser als ihr selbst. Das ist auch so ein Ding, was ich unbedingt mal kurz ansprechen möchte. Gerade bei Gebeten, aber generell im Leben. Stell dich bitte nie wieder ans Ende der Schlange. Ob beim Einkaufen, ja gut, also das erfordert der Respekt im Supermarkt, dass man sich nicht vordrängelt, ganz klar. Aber viele Menschen stellen sich bei allem im Leben immer ganz hinten an. Also alle anderen dürfen mehr bekommen, es darf ihnen besser gehen als einem selbst und man
buckelt sich krumm für andere, weil es ja egal ist, wie es einem selbst geht. Die anderen sind immer wichtiger. Gerade Mütter machen das sehr, sehr oft. Ich habe schon so viele Coachings mit Müttern gehabt, die deshalb völlig ausgebrannt waren. Und was nützt ein ausgebrannter Mensch in der Familie, ob Vater oder Mutter? Denn dann kann er oder sie den Kindern gar nicht mehr helfen. Also wo ist da der Sinn, ja, dass ich mich ausbrenne für andere und dann selber krank werde, mich aufopfere, mich selbst kasteie, nur damit es anderen besser geht, dann ist meiner Familie und meinen Mitmenschen auch nicht geholfen. Also bitte lass das mit einfließen, ja. Nächstenliebe ist wundervoll, Mitgefühl ist großartig. Aber ich hatte ja gerade das Video gemacht zum Thema Mitgefühl statt Mitleid. Mitleid ist Gift. Und genauso ist es für uns giftig, wenn wir immer anderen den Vortritt lassen und nicht auf unsere eigenen wahren Bedürfnisse hören. Ich rede hier nicht von Narzissmus, ich rede nicht von Egoismus, sondern ich rede von Selbstliebe, Selbsterhaltungstrieb, ja? Wenn es mir gut geht, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, nur dann, wenn es mir gut geht und wenn ich Freude an dem habe, was ich mache, zum Beispiel so ein Video aufzunehmen, dann kann ich meine ganze Liebe reingeben, dann kann ich meine Freude reingeben, meine Begeisterung. Wenn ich aber etwas mache, was mir widerstrebt, was gegen meine Natur geht, verausgabe ich mich. Auch darüber habe ich schon oft gesprochen, das habe ich früher auch alles gemacht. Und ich bin fast daran gestorben, mehrfach in meinem Leben. Das macht keinen Sinn. Wenn du also Lust hast zu beten, dann kannst du mal alles Religiöse ausblenden, sondern einfach auf dein Herz hören und dir genau das vorstellen, was du ansprichst. Ob du eben Gott als Vater siehst oder als Mutter oder einfach als männliches oder weibliches Prinzip oder einfach als Licht. Ob du mit Mutter Erde sprichst und ein Gebet an sie richtest, ein Gebet an die Naturwesen, an das Meer, an einen besonderen Menschen. Du kannst auch im inneren Zwiegespräch einen anderen Menschen um etwas bitten und ihm oder ihr ein Gebet senden oder eine Fürbitte. Für einen Menschen beten, dem es nicht gut geht, ob mental oder körperlich, ist so kraftvoll. Ich habe das mit meiner Tante, die mittlerweile verstorben ist, tatsächlich ganz intensiv ausprobiert. Sie war sehr, sehr oft im Krankenhaus. Sie ist schon als Kind krank gewesen und es hat sich durch ihr ganzes Leben durchgezogen und sie hatte die meiste Zeit in ihrem Leben wirklich kaum Freude. Und ich bitte darum, dass ihre Seele jetzt wirklich Frieden hat. Und sie hatte wieder mal eine schwere Operation vor sich und ich habe ihr ganz klar gesagt, Elke, wir machen das jetzt gemeinsam. Sie hatte eine Riesenangst davor. Sie sagt, ich bete für dich. Ich weiß ja, wann du in den OP-Raum kommst und ich werde einfach für dich beten. Ich bete dafür, dass die Ärzte ganz präsent sind, dass sie die richtigen Lösungen finden, dass sie das Richtige in deinem Körper machen. Ich bete, dass das ganze Team, das für dich da ist, präsent ist, konzentriert ist, gut auf dich Acht gibt. Ich bete für deine Genesung, dass deine Zellen stark sind, dass du gut aus der Narkose herauskommst, dass du schnelle Heilung findest. Ich bete für dich. Und das hat ihr so viel Kraft gegeben, dass sie viel ruhiger war. Sie ist entspannt in die OP rein, sie kam entspannt heraus und wir haben dann hinterher telefoniert und sie hat mir gesagt, Sonja, ich habe noch nie so wenig Angst gehabt, mir ging es noch nie so gut nach einer Narkose. Und ich fühle mich regelrecht wohl und freue mich auf das, was die Operation jetzt für mich getan hat. Und das war so eine Bestärkung damals für mich. Das war vor 20 Jahren. Und das hat mich bekräftigt, auch eben immer wieder für andere Menschen zu beten. Aber abseits christlichen Glaubens, islamischen Glaubens, buddhistischen Glaubens, jeden
Glaubens, denn ich habe mein eigenes Glaubenssystem für mich entwickelt, das mich heil gemacht hat, das mich gesund gemacht hat, fröhlich gemacht hat, glücklich gemacht hat. Und das teile ich ja auch immer mit dir. Einfach nur als Inspiration. Du machst dein eigenes Glaubenssystem. Und wenn du Lust hast darauf, dich einem Glaubenssystem anzuschließen, ist es auch wundervoll. Denn es ist eine Form von Gemeinschaft. Religion bedeutet ja nichts anderes, als dass sich Menschen mit gleicher Gesinnung zusammentun und dann gemeinschaftlich ihr Leben gestalten. Ich lade dich also ein, das Gebet wirklich als etwas sehr, sehr Konstruktives, Positives, Aufbauendes zu sehen. Und visualisiere dabei, also stell dir dabei einfach genau das vor, was für dich gerade richtig ist. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, was zum Glück nur noch sehr selten vorkommt, was aber früher sehr oft vorkam, dass ich mich total alleine fühle auf dieser Welt. Dann habe ich mir wirklich vorgestellt, dass mich ein Engel in die Arme nimmt oder ein Mann, der für mich das Väterliche, das Männliche repräsentiert oder eine Frau, die für mich das Mütterlich-Weibliche repräsentiert. Und mit dieser Umarmung habe ich mich gleich ruhiger gefühlt, besser gefühlt, entspannter und konnte wieder klar denken, das Richtige tun, das Richtige sagen und dann ging es weiter. Also, schau, was für dich Gebet bedeutet. Und vielleicht magst du in den Kommentaren mit uns teilen, was Gebet für dich bedeutet, wie du damit umgehst, wohin du betest, weil es immer eine Inspiration ist für uns alle. Also auch ich lerne durch die Kommentare immer wieder dazu, auch wenn es mir vor 2 Jahren, als das so richtig losging mit so vielen Kommentaren unter meinen Videos, erstmal schwer fiel, all das zu lesen, weil ich jeden Tag 2 bis 3 Stunden lang nur E-Mails und Kommentare lese. Aber es ist ein Teil meiner Berufung geworden, denn auch das ist ja Gemeinschaft für mich, Kommunikation. Ich tue mein Bestes, für euch da zu sein, mit allem, was ich kann. Deshalb freue ich mich auch immer über Inspirationen von euch, was ich noch geben kann, was ich noch für euch aufnehmen kann an Videos, was auch immer. Und wenn mein Herz dann ja sagt, dann mache ich das auch. Und wenn nicht, dann kommt es entweder gar nicht oder später. Seit ich darauf höre, auf mein Herz und mein Bewusstsein, mein göttliches Bewusstsein, ist alles viel, viel leichter geworden. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche mir und ich bete dafür, dass du deinen Weg gehst, dass du deine Kraft entdeckst, deine wahre Macht entdeckst, dass du das Göttliche in dir findest und mit dem Göttlichen in dir kommunizierst, dass du die Kraft deiner Seele integrierst. Denn ich weiß aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung tausender von Menschen, denen ich begegnet bin, dass genau das uns heilt. Übrigens zum Abschluss, warum legt man beim Gebet die Hände aneinander? Dazu habe ich nicht recherchiert, dazu habe ich meine eigene Wahrnehmung. Nämlich, wir haben ja auch Kraft in den Händen. Man sagt nicht umsonst heilende Hände. Unsere Handchakren sind sozusagen der Start und auch das Ende unserer Energiebahnen im Körper, ja? Jeder Finger steht für einen Meridian auf jeder Handseite. Und wenn wir die Hände aneinander legen, dann verbinden wir alle Kräfte in uns. Und wenn wir das dann auch noch vor dem Herzen machen, dann verstärken wir die Kraft des Herzens. Ich lege beim Gebet auch gerne meine Hände auf mein Herz, weil ich dann noch mehr Kraft in meinem Herzen fühle. Habe ich dir alles erzählt, was ich zum Thema Gebet erlebe und lebe. Und ich freue mich auf deine Kommentare. Ich danke dir sehr für deine Begleitung, deine Offenheit, dein Sein mit mir und freue mich auf viele, viele weitere Momente mit dir, über Videos, live, wie auch immer. Ganz viel Liebe zu dir und bis bald, deine Sonja Ariel. Ciao, wir sehen uns.